Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge L.A. Noir. Wir haben hier beim letzten Mal den zweiten Brief und somit den zweiten Hinweis gefunden, beziehungsweise eigentlich ja sogar den dritten. Und das muss ich mir jetzt nochmal durchlesen. Aus den Tempeln hervor, von Aug und Ohr, ob allen Künsten der Musen erbaut. Aus murmelnden Wellen entsiegelter Quellen, drin Weisheit der delische Schwingen betaut. Okay, da muss ich jetzt nochmal schauen. Also das passt vermutlich nicht hierzu und das passt auch nicht zum Bahnhof, würde ich sagen. Wir haben, ich muss ja eben kurz rauszoomen. So, wir haben da die Stadtbücherei, hier den Pershing Square Intoleranz Filmset. Und da haben wir verstecktes Fahrzeug, verstecktes Fahrzeug. Ja, dann muss es doch noch irgendwo etwas geben, was uns da... Ja, weiß ich nicht. Weiter, was besser passt. Spieler, Partner, Polizeirevier, Wahrzeichen. Ja, aber gibt es nur so wenig Wahrzeichen? Verstecktes Fahrzeug. Sind das alles? Aha. Christ, Crown of... of Thorns. Ah, okay. Wie jetzt? Sind auch Wahrzeichen Fragezeichen? Moment. Verstecktes Fahrzeug. Moment, verstecktes Fahrzeug? Verstecktes Fahrzeug? Okay, da ist Pershing Square, da ist Stadtbücherei. Verstecktes Fahrzeug. Verstecktes Fahrzeug. Aha, Westlake Tarpitz. Okay, gut, wir brauchen aber irgendetwas, was zu einer Muse passt. Was ist das? County Kunstmuseum. Ja, eventuell. Verstecktes Fahrzeug. Da muss ich die jetzt alle mal abgehen, dann bleiben das dann Fragezeichen? Ja, zumindest fürs Erste bleiben es Fragezeichen. Intoleranz Filmset. Ich gehe aber fast davon aus, dass ich irgendwie zu einem von denen hier muss, die schon markiert sind. Bezog sich beim Bau seiner hohen tempelartigen Zentralbücherei auf das alte Ägypten. Das Gebäude ist überdacht von einer Mosaikpyramide. Am höchsten Punkt steht die Skulptur. Ich würde das hier fast schon als Zielort wählen, weil das halt einfach mit der Muse so gut passt. Och, jetzt sag nicht, unser Auto ist weg. Na toll. Ich habe das letzte Mal einfach, nachdem gespeichert wurde, das Spiel beendet. Toll, unser Auto ist weg. Das Gute ist, ich kann mir jetzt hier ein neues suchen. Irgendein beliebiges. Was ist denn mit dem? Komm, fahren wir mit dem und lassen Rusty fahren. Schnappt er sich hier einfach mal jedes Auto? So, jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob er dann gleich wieder... He keeps mementos from all his victims. This guy needs to be taken out of circulation. He takes pleasure in stringing us along, demonstrating how much smarter he is. He can enjoy it while it lasts. We got you now, genius. We're coming for you. Stadtbücherei von L.A., 3.30 Uhr. Turm der Bücherei besteigen. Go get him, Tiger. Wie, der faule Sack bleibt hier unten? Slow me down anyway, old timer. Okay. Wow, klettert er einfach mal so hoch. Anstatt es jetzt so schwer wäre, da als Polizist irgendwie reinzugehen, vor allem weil hier anscheinend Bauarbeiten sind, und dann einfach mal zu sagen, so, hey Leute, ich muss da oben hoch. Aber nun gut. So, Turm der Bücherei, wow. Wie kommen wir da hoch? Am besten wahrscheinlich tatsächlich... Ah, hier über das Gerüst. Okay. Gut. Aber mich wundert trotzdem, warum er dann in der letzten Folge so spät gesagt hat, dass wir falsch sind. Achso, mal wieder balancieren, klar. Gut, vielleicht sagt er das... Halt dich fest. Hut verloren. Vielleicht sagt er das doch erst nach einer bestimmten Zeit, ne? So, wenn du irgendwie 10-mal zum falschen Ort gefahren bist, dass er dann sagt, ah, hey, du bist hier falsch. Ich gebe dir mal einen Tipp oder so. Weil Bücherei hat er jetzt auch nicht gesagt. Aber gut, auf jeden Fall sind wir richtig. Und anscheinend kann ich das auch einfach daran erkennen, wenn wir am richtigen Ort sind. Kann ja drüber springen, jawohl. Dass dann diese kurze, ja, diese kurze Sequenz kommt, wie gerade eben, dass eben der Ort da steht und die Zeit. Oh nö, wieder balancieren.
Okay, also war der Täter hier? Der muss ja auch irgendwie hier hochgekommen sein, ne? Vorsichtig. Da geht es schon wieder runter. Sometimes a step backwards is a step in the right direction. Ach so, da kommen wir nur auf die andere Seite. Gut. Dann rutschen wir mal komplett runter, würde ich sagen. Jetzt sind wir hier. Gehen hier weiter. Sind wir jetzt wirklich einmal rumgelaufen? Ja, anscheinend schon. Ja, gut, dass der Rusty unten geblieben ist. Der hätte uns vermutlich hier echt nur Probleme bereitet und wäre die ganze Zeit am Jammern und Meckern gewesen. Was für ein cooles Gebäude. Echt. Muss ich immer sagen. So, hier muss es aber auch noch irgendwie hochgehen. Da kommen wir nicht rein. Oh, Moment. Hier war irgendwas. Ach. Ach, was haben wir denn da? Ripped from Antonia's necklace. Von der Halskette, okay, beziehungsweise, ja, es ist ja eher ein Medaillon. Und der nächste Auszug. Um welch eins der grause Tode gegrinst begrabene Symbole der Zerstörung. Ruinen jetzt inmitten von Ruinen. Zur Seite hier die Trümmer stolzer Städte, bewohnt von Völkern, die die Erde deckt. Die sterblich waren, aber menschlich nicht. Seht ihre ungeheuren Werke liegen, ihr widriges Gebein. Und Marmorbilder von ihrer Hand und Häuser und Tempel, das geht so schnell, die in das Grau gehüllt, nun der Vernichtung und zersplittert, versenkt nun in dunkle Tiefe sind, in die dunkle Tiefe sind. Round which death laughed, sepulchred emblems of dead destruction, ruin within ruin. Ruinen inmitten. Ruinen inmitten von Ruinen. What is it this time? The religious medal from the Maldonado case. The Dahlia, Moeller, Maldonado. When this gets out, we still have to find the guy, Rusty. Another poem. Well, you must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. Okay, vierten Auszug entziffern heißt also mal wieder ein Blick. Erstmal ein Blick hier rein. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Ich kann mir das bei einem Mal echt nicht merken. Und hier haben wir es dann auch zum Glück ganz zusammengefasst. Also, irgendetwas mit grausamen Toden und Ruinen. Zur Seite hier die Trümmer stolzer Städte, bewohnt von Völkern, die die Erde deckt. Die sterblich waren, aber menschlich nicht. Ungeheure Werke. Widriges Gebein und Marmorbilder, Hand und Häuser gestalten. Okay, also definitiv etwas mit Tod und Ruinen. Und Sterbliche, die dort, ja, die dort liegen, verweilen, wie auch immer. Ich würde behaupten, da passt nichts dazu. Stadtarchiv, Union Station, das passt alles nicht. Oder oben wäre eine Nebenmission. Das passt alles nicht und deshalb glaube ich, dass wir vermutlich zu einem dieser Orte hier müssen. Die Kirche war ein Meisterwerk der Neugotik, verfiel jedoch, nachdem ein Sturm im September das Dach zum Einsturz gebracht hatte. Buntglasfenster, das die Kreuzigung und eine weinende Jungfrau darstellten. Nee, das passt nicht. Da ist ein Fahrzeug. Was haben wir hier? Westlake Tarpitz. Pater Juan Crespi schrieb 1769 über Los Volcanos da Brea. Ab 1901 gab es dort archäologische Funde, darunter 1914 das Skelett einer Frau. Ein Schädeltrauma macht sie möglicherweise zum ersten. Das eventuell, was haben wir hier noch? Das ist das Museum, okay, das denke ich ehrlich gesagt nicht. Was haben wir da noch? Verstecktes Fahrzeug. Verstecktes Fahrzeug? Verstecktes Fahrzeug. Okay, das sind alles nur versteckte Fahrzeuge. Und das hier auch. Okay. Also ich glaube tatsächlich, die Kirche wird es nicht sein, weil wenn es die Kirche wäre, dann hätte bestimmt ein weiterer Hinweis zu diesem Buntglasfenster irgendwie drin gestanden. In der Textzeile verstecktes Fahrzeug. Deshalb kann ich mir gerade fast nur vorstellen, da oben ist nichts mehr, dass es das hier ist. Westlake Tarpitz. Archäologische Funde, darunter das Skelett einer Frau. Ein Schädeltrauma. Ich fahre da jetzt einfach mal hin.
Beziehungsweise, natürlich lasse ich Rusty fahren. Westlake Teegruben untersuchen. Okay. Bitte was? Ja, ich bin der Typ aus der Zeitung. Also, Rusty, du brauchst jetzt nicht mitkommen. Wir fahren jetzt. Ich möchte mir gerne die coole Bibliothek nochmal angucken, wobei sie von hier gar nicht so cool aussieht. So, welches Auto nehmen wir denn? Nicht so einen schicken kleinen Flitzer? Nee, irgendwie nicht, ne? So, Rusty, steig ein. Es geht los. Can you drive to this one? Er antwortet gar nicht erst, auch gut. We're gonna catch hell for this. Banging up innocent men. Ach, ehrlich. The newspapers will crucify the guy. They won't have time to wonder about our mistakes. We'll be okay, Rusty. As long as we catch the guy. I hope you're right, Cole. We'll be famous if we make this case. Every leaf of tobacco in every Bullseye brand cigarette. Westlake Teergruben, 4.10 Uhr. Okay, das ist jetzt sogar endlich mal ein Ort, an den ich mich noch erinnern kann. Ich weiß, was wir gleich machen müssen und ich weiß auch... Hey, Cole. Ja, ja, sofort. Und ich weiß auch, dass ich das damals nicht auf Anhieb geschafft habe und ein paar Mal, ja, im Teer versunken bin, würde ich mal so sagen. Wo bist du jetzt, Rusty? These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Very funny. Wie er grinst. Alter. Help me out. I think there might be a walkway under the tar. You see those posts? Ja, die sehe ich. Genau, wir müssen nämlich jetzt hier rüber warten. Ist es ja fast schon. Bewege dich schnell zwischen den sicheren Plattformen. Okay, oh Gott, müssen wir rechts, links. Also am besten... Whoa. Wow. Get a move on, Cole. Those boards are sinking. You want to end up like the other fossils? Es geht ganz gut, wenn man so ein bisschen von oben guckt. Man hat nur ein wenig das Gefühl, es verschwimmt so ein bisschen vor den Augen. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin, aber nein. Vermutlich eher nicht. Ja, läuft alles. So, jetzt hier wieder rum. Ich hoffe, dass ich von Anfang an direkt den richtigen Weg genommen habe. Nicht, dass ich am Anfang hätte links abbiegen müssen. Aber das sieht ganz gut aus. Hier sind zumindest überall Pfosten. So. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt hier wieder abbiegen. Easy. Easy. Ja, wer weiß, warum ich damals dabei Probleme hatte. That's at the forefront of my thinking. Okay, können wir hier direkt schon rechts? Ich möchte leider... Ja, können wir schon. Wow, ja, das war doch easy. Ja, das war doch echt mal easy. Cool. Und diese Klamotten sind einfach zu gut. Aber, na schön, wir machen weiter. Der Schuh, der weiße Schuh. Na, sieh mal einer an. One of Teresa Terrellson's shoes. Oh, Miss Vivian. So, was haben wir nun? Und jener anderen Lichtung dort im Wald entrauscht im Wirbelsturm der Harmonien. Ein Ball gefügt aus tausenden von Bällen, fest wie Kristall und doch zerfließt irgendwas, als wär's durch leeren Raum Musik und Licht. A sphere which is as many thousand spheres. Tausenden von Bällen. Okay, where to now? Ein Ball aus tausenden von Bällen. What is it? An open-toed white shoe and another stanza from the poem. Oh, I really thought that hobo bum did the Terrellson broad. Confessions from the insane aren't the most credible evidence, Rusty. Is this thing over? It's all part of his power over us, making us run round all over the city for the crumbs he's leaving us. So if we keep this up, we can find the guy? Fünf
fünften Auszug entziffern? Ja, natürlich, sehr gerne. Direkt auf die Karte schauen. Also irgendwas mit ein Ball aus mehreren Bällen und Räume für das Kunstmuseum. Das Kunstmuseum! Na klar, da ist der Ball in mehreren Bällen. Und ich wollte gerade sagen, er hat doch irgendwas gesagt von wegen Räume für, keine Ahnung, Kunst oder so. Aber ich denke, das Kunstmuseum ist da auf jeden Fall richtig. You drive. I need to go over the case notes. Okay. Ich lasse ihn jetzt einmal noch fahren, aber ich glaube, beim nächsten Mal möchte ich dann wieder selbst fahren und eventuell eine kleine Nebenmission machen. This guy looks out for women in bars who've had too much to drink. Who are emotionally disturbed. Need a shoulder to cry on. He plies them with booze. Probably offers them a lift home. Then beats their brains out and strangles them. Could be any schmo hanging out in a bar. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's very controlled behavior. L.A. County Kunstmuseum, 6 Uhr. Oh, das sieht aber cool aus. Und ein Irrgarten. Ich liebe Irrgärten. Wie geil. Und wir müssen sogar durch den Irrgarten. Das ist ja noch großartiger. Okay. On it goes. What do you think we'll reach the end of this thing? Ach, wie geil das hier ist. So, Zentrum des Labyrinths erreichen. Ja, natürlich. Ja. Bitte was? Bitte was? Ich kann dir nicht wirklich helfen. Warum nicht? Dann würde ich mal sagen, los geht's. Hier ist der Eingang. You ever been in here, Galloway? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. I'm gonna wait here and have a quiet smoke. Think about hidden meetings. Mal ganz ehrlich, macht der Rusty überhaupt irgendwas? Außer blöde Sprüche klopfen. Also ich meine, ich finde ihn ja mittlerweile lustig. Aber trotzdem. War das nicht so, wenn man sich immer rechts hält, kommt man ans Ziel? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja gut, hier kann ich mich schon nicht rechts halten. Aber ich laufe einfach mal. Wirklich einen Hinweis gibt es da nicht. Hier mal ein bisschen weiter in die Mitte rein vielleicht. Das sieht doch nicht schlecht aus. Vielleicht hier lang. Vielleicht. Huch. Vielleicht hier lang. Da nochmal. Und hier nochmal rum. Und ich habe das Gefühl, ich bin richtig. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Aber anscheinend nicht. So, der Ring. Wessen Ring ist das? Once belonging to Celine Axford Henry. Okay. Und natürlich der nächste Brief. Was haben wir denn da? Altäre, Throne, Tribunale, Kerker. Von unglückseligen Menschen einst besetzt, die Spekter trugen. Tiaras, Schwerter, Ketten und Folianten. Voll vertreten, rechts bewundert stets von blödem irgendwas. Sie glichen nun den ungeschlachteten Bildern. Gespenstern eines längst verschollenen Ruhms, die im Triumph von ihren Obelisken schauen. Okay. Thrones, Altars, Judgment Seats and Prisons. No, it couldn't be. Das ist definitiv das Filmset. Oder? Also bin ich mir jetzt fast sicher, dass es das Filmset ist. Müssen wir jetzt den ganzen Weg raus? Nein. See? That was easy. I found Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? So, sechsten Auszug entziffern. Ja, das ist definitiv das Filmset, da bin ich mir fast sicher. Ich meine, viele andere Orte gibt es jetzt auch sowieso nicht mehr, an denen wir noch nicht waren. Die Kirche passt nicht dazu, die Union Station nicht, also der Bahnhof nicht. Ja, ja, lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Und von daher glaube ich, dass unser nächstes Ziel... Moment mal, ich schaue mal eben kurz auf die... Nein, auf die Karte. Dass unser nächstes Ziel dann das Filmset wird. Ist jetzt gerade hier oben noch die Nebenmission? Da ist eine. Und das Filmset ist doch auch da irgendwo, ne? Passt mal auf. Filmset, Filmset, wo ist denn das noch gleich? Hier ist es. Und da ist die Nebenmission. Ich möchte da gerne selber hinfahren.
Damit ich nämlich dann die Mission machen kann. Rusty, kommst du bitte? Die Musik im Hintergrund. So nach dem Motto, Rusty, beeil dich. So, rückwärts rausfahren kann ich nicht. Ich muss hier leider mehr schlecht als recht wenden. Ja, noch ein paar Mal einschlagen, passt schon. Mhm. Und auch nochmal so einschlagen. Ja, dann nichts für los. Why? Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location. Help! Ich dachte, ich passe in der Mitte durch. Das hat ja nicht so gut funktioniert. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy. You have the stouts with God. Very good. You thinking about reading some Shelley? All that egghead stuff? I'm sticking to the funny papers and the form guy. Sleep better. Ach ja, Rusty. Das ist schon lustiger, echt. Ich weiß noch, dass ich am Anfang in den ersten Folgen gesagt habe, den mag ich ja gar nicht. Er ist halt ein wenig, naja, eigensinnig, möchte ich mal meinen, aber trotzdem ein ganz amüsanter Kollege. Oh, ich liebe das, wenn die Straßen so relativ leer sind. Und dann baue ich den nächsten Unfall, genau. So. Dann müsste sich doch gleich irgendwann die Zentrale mal melden und uns sagen, dass hier ein Straßenverbrechen im Gange ist. So, ich glaube, bei nächster Gelegenheit, nämlich hier, biege ich mal einfach links ab. Und biege vielleicht hier nochmal rechts ab beim Cola King. Na, jetzt bin ich ja fast schon da. Aber was ist mit dem Straßenverbrechen? Na, das ist jetzt weiter da hinten, ne? Aber komm, egal, dann machen wir zuerst das hier. Aus dem Weg bitte, ich bin Polizist. Dann machen wir zuerst das hier und fahren dann nochmal irgendwie die Straße ein bisschen runter. So, diesmal kommt aber auch keine Sequenz, ne? Dass wir richtig sind. Gehen wir rüber.